So, moin. Heute gibt es die Strompreisvorschau noch einmal mit ein paar Gelegenheiten, die Wärmenetze zu verbessern. Wir sehen hier ein ganz vereinfachtes Hydraulikschaltbild, so wie es auf unserer Internetseite heizungsmonitor.com abgebildet ist, unsere neue Internetseite. Über das Monitoring in Heizsystemen. Wir sehen hier zwei sogenannte Wärmeerzeuger. Und wir sehen oberhalb von den Erzeugern einen Kreis, das ist das Symbol für eine Pumpe. Und darüber sind noch einmal drei rechteckige Kästen. Da drin steht TV. Dort kann man die Vorlauftemperatur des Systems messen oder einzeichnen. Die Durchflussmenge. Die thermische Leistung in kW und unten drunter die Rücklauftemperatur. Und wenn man jetzt zwei Erzeuger hat, zum Beispiel eine Wärmepumpe, ein BHKW, dann muss man die Volumenströme V zusammen addieren. Deshalb steht auch in dem gelben Bereich drin, Kasten plus noch ein Kasten. Die Summe der Volumenströme könnte man hier addieren. Hätten wir 3 mal 10 Kubikmeter pro Stunde an Volumenstrom, dann würde auf dem gelben Sammelrohr würden sich im Idealfall die Volumenströme addieren. Wir hätten 30 Kubikmeter pro Stunde, die mit heißem Wasser erzeugt werden. Und die können wir dann zeitnah verteilen, nämlich innerhalb einer Stunde. Mhm. So sieht das aus bei den Erzeugern. Im Kopf muss ich immer wie bei der Elektrizität die Stromstärke in Ampere, hier den Volumenstrom addieren, um mir ein Gesamtbild über den hydraulischen Abgleich zu machen. Weiter geht es. Auf der anderen Seite, auf der Verbraucherseite, sieht es anders aus. Ich hoffe, dass bei euch die hydraulische Weiche, die hier eingezeichnet ist, hoffentlich nicht vorhanden ist. Denn die hydraulische Weiche ist das gleiche wie bei der Elektrizität, der Kurzschluss. Hier wird der Druck abgebaut zwischen A1 und dem Verbraucher, den die Pumpen mühsam aufgebaut haben, weil die hydraulische Weiche ein Prallblech an dieser Stelle enthält. Beispielsweise wäre hier ein Bar, dann wäre hier 0 bar oder 0,6 bar. Es vernichtet den Vordruck der Pumpen der Erzeuger. Das ist ganz bewusst so gemacht. Da haben wir ja schon sehr viele Videos dazu gedreht. Und wenn die hydraulische Weiche also nicht im System ist, dann kommen also hier im Idealfall 30 Kubikmeter an und können verteilt werden. Und weil das alles ganz schön kompliziert ist, haben wir unsere Internetseite www.heizungsmonitor so entwickelt und so untergliedert, dass für sehr viele Anwendungsfälle, wie sie die BHKWs betreffen, die Wärmepumpeninstallationen betreffen, die Verbraucherseite, also Wärmenetzseite, klickt mal bitte einmal auf Wärmenetz, dann entwickeln wir die Wärmeverteilungen. Bei der Wärmepumpe sind wir sehr aufwendig zugange, Erklärungen und Erläuterungen abzugeben. Letzten Endes landen alle Daten im Monitoring-System an einer Stelle, nämlich an der Stelle Stromfähig-Tagebuch, wo alle Daten visualisiert werden können. Vorlauftemperatur, Rücklauftemperatur, Durchflussmenge, thermische Leistung, minutengenaue Auflösung, bei der Wärme, sekundengenaue Auflösung beim Strom. So viel zu diesem Thema. So, jetzt geht's weiter mit den Strompreisen. Schauen wir mal, welche Windsituation wir haben. Morgen Mittwoch, 11. Januar, also wir kommen wieder von viel Wind, 38 Gigawatt. Es senkt sich ein bisschen ab auf immer noch 26 Gigawatt, also immer noch viel Wind. Und auch in den nächsten Tagen geht es die ganze Zeit so weiter. Mit Warnungen, Shutdown Warning. Ja, das
äußert sich dann in den Strompreisen so, dass wir jetzt die kommende Nacht wieder Strompreise gegen 0 Cent die Kilowattstunde haben. Also hier ist 0,1, 0,08. Darf ich mal eine Frage stellen? Was macht denn wohl der Strompreismanager, den wir entwickelt haben? Steuert die Verbräuche natürlich in den Zeiten, wo wir sehr, 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 sehr geringe Strompreise haben, an und verbraucht da den meisten Strom. Der Strompreismanager wird sehr gut angenommen in den Überlegungen, strategischen Überlegungen von den Biogasanlagenbetreibern. Ja. Denn es ist zu erwarten, dass der Wind nachher wieder zurückgeht und die Preise steigen werden. Und viele Betreiber haben einen flexiblen Strompreis. Das bedeutet, der Strompreis von der Strombörse, den wir jeden Tag prognostizieren, wird 1:1 durchgereicht an die Industrieverbraucher sozusagen, über 100.000 Kilowattstunden Verbrauch. Und egal ob Überschusseinspeisung oder kaufmännische Bilanzierung, wie auch immer, das Interesse ist sehr groß. Und bevor ich nochmal Geld ausgebe für 200 kW Peak PV und Batteriespeicher, möchte ich anständige Überlegungen durchführen. Und wir können ja mal schauen, was Henning Farnold schon vor einem Jahr prognostiziert hat und jetzt praktiziert. Ja, darf ich erst kurz die Strompreise sagen? Ja, verständlich. So, also wir haben hier im Vormittagsbereich einen Höchstwert von 13 Cent die Kilowattstunde. Mittags geht es hier ein bisschen runter auf 11 Cent, aber auch nicht sonderlich viel. Und abends steigt es dann nur noch auf knapp auch wieder 13,2 Cent die Kilowattstunde. Also es lohnt sich. Henning verbraucht dann Strom für einen Preis von 13,2 Cent die Kilowattstunde. Oder eben auch für 0 Cent. Ja. Aber 13 Cent sind ja auch immer noch spottbillig. Gegenüber Festpreis. Ja. So, dann wollten wir hier aber bei Henning gucken. Also hatte ich auch gestern schon gezeigt, wieder diese Phasen erkennt man jetzt mittlerweile sehr, sehr gut. Klar, hier hat er jetzt auch ein bisschen was tagsüber gemacht, weil der Strompreis ja auch tagsüber relativ günstig ist. Also ja, Einsparungen wird er auf jeden Fall hier mit erzielen. Haben wir euch ja auch schon im Video gezeigt. Ja. Genau. Ja. Also verbleiben wir dann bis morgen bei steifer Brise und geringen Strompreisen. Tschüss.